Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem letzten Video aus der Verlagsvorschauenreihe. Eigentlich sollte es heute um den Löwe Verlag gehen, um den Arena Verlag und um den Ravensburger Verlag. Leider verhält es sich bei dem Ravensburger Verlag genauso wie bei dem Oettinger Verlag, dass es da keine Verlagsvorschau gibt oder beziehungsweise ich sie nicht gefunden habe in den weiten Untiefen des Internets. Deswegen gucken wir uns heute nur den Löwe und den Arena Verlag an und die Vorschauen sind nicht sehr lang. Deswegen vermute ich, dass das hier das kürzeste Video jetzt zu dieser ganzen Reihe wird, da es jetzt nicht so monströs mega viel ist, was wir uns angucken wie in den letzten Videos, was jetzt aber glaube ich auch gar nicht so schlimm ist. Ich habe schon einige Kommentare von euch bekommen, so hör jetzt auf mit diesen Videos. Meine Wunschliste ist schon viel zu lang und ja, jetzt seht ihr mal, wie es uns Bloggern geht, wenn wir mit diesen ganzen Vorschauen uns hier auseinandersetzen. Die Wunschliste wächst und wächst und wächst. Und ja, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt mit der Vorschau von Löwe und Arena und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir als allererstes mit dem Löwe Verlag. Bei dem Löwe Verlag ist es so, dass wir uns nicht die komplette Vorschau angucken, also bitte nicht wundern. Aber so nach Seite, ich glaube 36 oder 38 oder sowas, kommen dann wirklich nur noch richtige Kinderbücher. Und ihr wisst, Kinderbücher sind jetzt nicht so unbedingt meins. Deswegen gucke ich das jetzt mit euch nicht durch. Aber wie immer gilt, wenn ihr euch das nochmal genau angucken wollt, unten in der Infobox findet ihr den Link da dazu. So, und hier haben wir schon das erste Schätzchen, was im Oktober, glaube ich, war. Es erscheint, lasst mich noch mal ganz kurz hier gucken, ob es irgendwo steht. Nein, es steht hier wieder mal nirgendwo. Doch, hier lieferbar ab September. Also ich glaube, das kommt Ende September raus. Und zwar ist das Monsters of Verity, dieses wilde, wilde Lied von Victoria Schwab. Und ich muss sagen, dass ich finde, dass sich das Buch richtig gut angehört hat. Ich weiß auch schon, dass ich es netterweise vom Verlag bekommen werde. Ich habe es angefragt und bekomme es netterweise auch zugeschickt, was mich sehr, sehr freut. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Das ist so ein Buch, was in so einer postapokalyptischen Zukunft spielt. Und jede Gewalttat bringt ein wahrhaftiges Monster hervor. Und diese Monster bedrohen die Stadt. Und hier steht noch, in dieser Welt treffen die Kinder der beiden verfeindeten Herrscher aufeinander. Kate, die ihren Vater in seiner Erbarmungslosigkeit in nichts nachsteht und sich dabei noch nichts sehnlicher als seine Anerkennung wünscht, und August, oder August, wie auch immer, der jeden Tag damit dringt, seine wahre Identität zu verbergen. Denn August ist ein Sunai, eine extrem selten und sehr gefährliche Art von Monster, entstanden aus den skrupellosen Sünden seiner Mitmenschen. Und ich finde, das klingt richtig, richtig gut und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn euch sowas auch interessiert. Ich freue mich schon mega. Huch, es hängt. Okay, das nächste Buch ist dieses hier und zwar der erste Teil oder der Vorgänger, ich weiß jetzt nicht, ob diese Bücher zusammengehören, ist Boy in a White Room. Und das neue Buch von Karl Olsberg ist Girl in a Strange Land. Ist ein Jugendthriller und ich finde, klingt auch echt interessant. Also wenn ihr Jugendthriller mögt, schaut euch das mal an und ich muss sagen, dass ich das Cover auch echt richtig cool finde. Dann haben wir als nächstes Bernstein, muss ich überlegen, Staub? Ja genau, Bernstein Staub heißt dieses Buch von Mechthild Gläser. Mechthild Gläser ist die Autorin der Buchspringerin und Emma der Faun und das vergessene Buch, wenn das jetzt hier richtig steht. Und ich muss sagen, dass ich Bernstein Staub auch recht interessant finde. Es ist jetzt wieder ein Jugendbuch für jüngere Leser, also nicht jetzt so erst ab 14, 15, sondern ab 12. Und ja, ich fand aber Bernstein Staub hat sich auch wirklich gut angehört und ja, dieses Buch erscheint jetzt schon im Juli mit. Also für alle, die es interessiert, kommt im Juli raus. Haben wir als nächstes das neue Buch von Stefanie Hasse und zwar Heliopolis, Magie aus ewigem Sand. Und auch hier finde ich, dass es ganz, ganz toll klingt. Ich habe von ihr immer noch nichts gelesen. Ich wollte schon ganz, ganz lange mal ein Buch von ihr lesen, aber irgendwie bin ich noch nicht da dazu gekommen. Aber ihr wisst ja immer, wie das ist. Ich finde aber auch, es klingt sehr, sehr interessant. Also wenn ihr solche Bücher mögt, schaut es euch auf jeden Fall an. Ich muss sagen, der Löwe Verlag bringt echt coole Bücher jetzt raus. Und hier haben wir schon das nächste Buch, was ich auch unbedingt haben möchte. Und zwar ist das Warcross von Marie Lou. Ich blätter mal weiter. Das ist dieses hier. Das ist wieder so ein bisschen so Science Fiction angehaucht. Aber ihr wisst, ich liebe Science Fiction Bücher und mag das sehr, sehr gerne immer mal mitlesen. Und ich finde, Warcross klingt wieder richtig toll. Es geht da wieder um ein Videospiel und da gibt es eine Hackerin, die sich in das Spiel einhackt und wird dann aber erwischt. Aber der Erfinder des Spiels oder der oberste, wie heißt es, der
Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Also Entwickler, danke. Der Entwickler des Spiels, oh Gott. Ja, tut ihr dann ein Jobangebot machen. Und zwar geht es da um ein Spiel, um Warcross. Und sie soll sich da einhacken, um andere Hacker ausfindig zu machen. Und ich finde, das klingt richtig toll. Wenn ihr sowas mögt, so wie ich, dann schaut euch Warcross von Marilou auf jeden Fall an. Ich finde, sie schreibt ganz, ganz toll. Ich fand Young Elites wirklich gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe die Reihe noch nicht weitergelesen. Müsste ich auch irgendwann mal machen. Ja, aber ich freue mich schon sehr auf Warcross. Dann haben wir als nächstes wieder Skullduggery Pleasant Mitternacht. Hier steht vorläufiges Cover, das heißt, es kann sich nochmal ändern. Dieses Buch erscheint im November und ich weiß, dass sich die liebe Jenny da sehr, sehr drüber freuen wird, denn Jenny ist ein riesiger Skullduggery Pleasant Fan. Ich habe damals den ersten Teil gelesen und irgendwie, weiß ich nicht, das konnte mich nicht so ganz überzeugen. Ich fand damals einfach, dass die Protagonistin Valkyrie für mich einfach zu jung war. Und ich weiß, dass sie in der Serie reifer wird und älter wird und erwachsen wird, aber irgendwie, ich weiß nicht, diese Reihe war nicht so, dass sie mir sehr angetan war. Deswegen habe ich die dann damals auch nicht weitergelesen, aber vielleicht irgendwann mal. Jenny hat ja alle Bücher, ich kann sie mir ja bei ihr ausborgen, wenn es mich mal überkommt. Aber alles Skullduggery Pleasant Fans, im November erscheint das neue Buch. Und hier haben wir jetzt nochmal die anderen Skullduggery Pleasant Bücher. Und dann ein weiteres Buch von Ursula Posnanski, und zwar Thalamus. Dieses Buch erscheint im August, ist wieder ein Jugendthriller, würde ich sagen. Und ja, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, worum es geht. Ein schwerer Motorradunfall kapituliert den 17-jährigen Timo aus seinem normalen Leben und fesselt ihn für Monate ans Krankenbett. Auf dem Markwaldhof soll er sich von seinen Knochenbrüchen und dem Schädelhirntrauma erholen, aber schnell stellt Timo fest, dass sich merkwürdige Dinge im Haus abspielen. Der Junge, mit dem er sich das Zimmer teilt, gilt als Wachkoma-Patient und hoffnungsloser Fall. Doch nachts läuft er herum und spricht und droht Timo damit, ihn zu töten, falls er anderen davon erzählt. Allmählich entdeckt Timo an sich selbst Fähigkeiten, die neu sind. Er kann Dinge, die er nicht können dürfte, weiß von Sachen, die er nicht wissen sollte. Mit ihrem neuen Thriller trifft die ehemalige Medizinjournalistin wieder mal nervt, buchstäblich. Finde ich, klingt auch wirklich ganz, ganz interessant. Ich habe auch von Ursula Posnanski bisher noch nichts gelesen. Schande über mein Haupt, auch von ihr wollte ich schon ganz, ganz lange mal was lesen, aber habe ich auch noch nicht. Ich muss echt irgendwann mal anfangen und die ganzen Autoren lesen, die ich schon längst lesen wollte. Aber naja, sub und so. Ich glaube, ich brauche dazu nichts weiter sagen. Ist, glaube ich, das erzähle ich auch in jedem Video mindestens zweimal. Es tut mir leid, ich wiederhole mich. Ja, auf jeden Fall, Thalamus kommt im August raus, für alle, die es interessiert. Dann gibt es nochmal eine Sonderauflage von Firelight anscheinend für 5 Euro, wo alle Teile nochmal für 5 Euro rauskommen. Ich habe keine Ahnung, wie und was und wann und wo, das steht hier auch nicht. Und ja, machen wir weiter mit dem nächsten, und zwar die Chroniken von New York. Das ist der erste Teil. Ich glaube, da kommt dann jetzt der zweite noch raus. Nee, das ist der erste Teil. Also hier kommt einfach nochmal Werbung für die Chroniken von New York, die Suche nach dem Schattencode. Hier steht Band 2 erfolgt im Frühjahr 2019, Da Vinci Code für Jugendliche. Gut, okay. Ja, also falls es euch interessiert, ihr das Buch noch nicht kennt, ist bereits erschienen, die Chroniken von New York, dann schaut es euch an. Ich glaube, die Jenny hat es gelesen von Regenbogengarten. Ich glaube, bei ihr habe ich es gesehen und ich glaube, ihr hat es so ganz gut auch gefallen. Also dann haben wir hier ein Buch von der lieben Ella, und zwar Kaffeeklatsch mit Ella DeBie. Da geht es wohl um die Thematiken aus ihrem Kaffeeklatsch. Erscheint auf jeden Fall im August. Wie das jetzt inhaltlich genau aussehen wird, weiß ich nicht. Hier steht Ratschläge zu wichtigen Themen. Also alle Ella-Fans da draußen, erscheint im August. Und ich glaube, jetzt sind wir auch soweit mit den Jugendbüchern durch und kommen jetzt zu den Kinderbüchern, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Lass mich nochmal kurz gucken. Ah, jetzt kommen die Taschenbücher, aber das sind größtenteils, glaube ich, auch eher Kinderbücher, wie hier die besten Fußballwitze, die besten Schülerwitze. Dann haben wir Winston, Agent auf leisen Pfoten, ist auch mehr so ein Kinderbuch ab 11. Dann haben wir hier auch wieder eher so ein Kinderbuch mit Mission History. Ab 10 ist das, das ist der dritte Teil. Dann haben wir hier Archie Green als Taschenbuch jetzt erhältlich. Für alle, die es interessiert, ab August. Dann Mila und Adesso auch ab Juli erhältlich. Und dann hier das auch ab Juli erhältlich, der zweite Teil anscheinend. Und dann haben wir Dark Noise, den Bestseller jetzt als Taschenbuch.
Ist ab 14, also ein Jugendthriller und erscheint im September als Taschenbuch. Klingt eigentlich auch ganz interessant. Also wer so Thriller mag, schaut es euch auf jeden Fall mal mit an. Dann haben wir hier nochmal Derek Landy und zwar Demon Road. Das ist aber auch der erste Teil als Taschenbuch auch wieder. Okay, also der erste Teil von Demon Road kommt als Taschenbuch raus. Viele Skullduggery Pleasant-Fans waren ja von Demon Road eher enttäuscht, aber andere, die waren wieder richtig begeistert. Also ich glaube, dieses Buch ist eher so zwiegespalten angekommen. Ich weiß, dass es recht brutal sein soll. Das hat Jenny mir gesagt, dass da im Vergleich zu Skullduggery ziemlich brutale Dinge vorkommen. Ich kann das nicht beurteilen, ich habe sie nicht gelesen, aber wenn Jenny das sagt, wird das schon so stimmen. Dann haben wir hier Instagirl als Taschenbuch, lieferbar ab September, falls es euch das interessiert. Und dann haben wir noch nachgefragt. Das ist, glaube ich, eher so für Lehrer und Schüler. So Bücher, die hier dann auch, Schullektüre ist auch alles jetzt nicht so unser Thema hier. Und ich glaube, jetzt sind wir damit ja wirklich so durch. Und dann kommen jetzt die, genau, Kinderbücher. Also jetzt kommt hier Lernen und Rätseln. Und ich würde sagen, deswegen verabschieden wir uns jetzt von Löwe und kommen einmal zu Arena. Und ich muss sagen, allein dieses Cover, ne? Ich finde das so schön. Ja, aber wir fangen jetzt einfach mal an und blättern einmal durch. Hier haben wir den Inhalt. Dann haben wir nochmal diesen wunderschönen Falken, den ich wirklich richtig schön finde. Und dann haben wir hier schon die erste Werbung für Kiona. Ich glaube, dieses Buch ist auch schon erschienen inzwischen. Wartet mal. Erscheint am 13.07. Also das erscheint jetzt. Ich versuche es mal größer zu machen, dass ich auch mal was lesen kann. Wartet mal. Das war zu groß. So, worum geht's denn? Der Islandurlaub mit ihrer neuen Patchwork-Familie ist genauso anstrengend, wie Kari sich das vorgestellt hat. Doch als sie ein silberner Falke begegnet und sie ins Reich Islaub gebracht wird, verändert sich alles. Ehe Kari sich versieht, steckt sie mitten in einer magischen Welt voller Trolle, Eisdrachen und Elfen, in der Geysire über das Schicksal entscheiden und ein geheimnisvoller junger Mann über die Vulkane der Insel herrscht. Doch warum ist sie hier? Als Kari herausfindet, dass sie einer jungen Assassinin zum Verwechseln ähnlich sieht, die im Auftrag der Fürstin einen Mord begehen soll, steckt sie bereits in gewaltigen Schwierigkeiten. Okay, ich finde, das klingt schon irgendwie ganz cool und ich finde dieses Cover einfach so hübsch. Das ist so ein Buch, das würde ich mir nur wegen des Covers kaufen. Also, das wäre so für mich so ein typischer Coverkauf. Ja, aber finde, klingt auch wirklich gut und ja, falls euch das interessiert, schaut es euch an. Erscheint am 13. Juli. Dann haben wir Mein wildes blaues Wunder, ein Roman über erste Liebe, Trauer und Schuld vor der Kulisse der wilden Küste Mains. Klingt doch eigentlich ganz süß, also ist ein Liebesroman für Jugendliche und ja, wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Das war Milo, der hat sich gerade geschüttelt. Dann haben wir als nächstes hier White Maze von June Perry und ich kann nur sagen, Leute, mir hat dieses Buch wahnsinnig gut gefallen. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag schon zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe es inzwischen auch schon gelesen. Meine Rezi geht am Veröffentlichungstag am 13. Juli online, also ich fand das Buch richtig gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist auch wieder so ein bisschen Science Fiction angehaucht. Es geht um Virtual Reality und ein Spiel, was erfunden wurde. Und dann passiert ein Mord und unsere Protagonistin wird da in was verstrickt, wo sie so gucken muss, wie sie wieder rauskommt. Und ich fand es wirklich richtig gut. Also für ein Jugendbuch hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut es euch auf jeden Fall mal an oder wartet auf den 13. Juli, wenn meine Rezi online geht. Dann haben wir Leben rückwärts lieben. Gott, dieser Titel ist irgendwie schon schwer auszusprechen. Und hier geht es um, lasst mich nochmal gucken, ich habe mir das letzte schon durchgelesen und ich fand, das klang eigentlich auch ganz interessant. Nina erwacht aus dem Koma. Sie hatte einen Unfall, daran erinnert sie sich ganz genau, doch ihre Eltern und ihre Freunde widersprechen. Nichts von dem, was sie erzählt, sei wahr. Aber Nina hat Bilder im Kopf. Bilder von einem Berg, einem Haus und einem Jungen, in den sie verliebt ist. Keiner ihrer Freunde weiß, wovon sie spricht. Da steht plötzlich der Junge vor ihr, Arthur. Er kennt Nina nicht. Noch all die Erlebnisse in ihrem Kopf treten nun genauso ein, wie sie sich erinnert. Nina kann sich dem gefährlichen Sog von Arthur und den Bildern nicht entziehen und muss den Unfall verhindern, der ihr in der Erinnerung bereits zugestoßen ist. Und ich finde, das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Das klingt nach einem richtig coolen Ansatz und ja, ist ein Jugendliebesroman, so ein bisschen Mystery angehaucht. Und falls es euch interessiert, schaut es euch auf jeden Fall an. Habe jetzt eine Seite besprungen, die 16, 17, 18, 19, genau. Dann haben wir hier als nächstes Paradise Project. Wer tief gräbt, stürzt selten auf etwas Gutes, ja.
Das kann durchaus sein. Und das scheint auch wieder so ein Jugendthriller zu sein. Spannendes Lesefutter über einen Umweltskandal und zwei Jugendliche, die versuchen, den schönen Schein zu entlarven. Also, falls euch sowas interessiert, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Dann haben wir hier nochmal eine Zusammenfassung von den Büchern, die jetzt alle schon erschienen sind. Und dann haben wir hier als nächstes Ava und der Junge in Schwarz-Weiß. Das ist auch wieder so ein Jugendliebesroman. Und ja. Falls euch das interessiert, schaut es euch auf an. Falls es interessiert, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Dann haben wir als nächstes Ich wäre dann bereit fürs Happy End von Nora Miedler. Ist auch ein Liebesroman. Herrliche Verwechslungskomödie im Stil von Bridget Jones. Also klingt eigentlich ganz süß. Einmal angucken, wer möchte. Dann haben wir von Tanja Jans Meersalzküsse auch nochmal ein Liebesroman für Jugendliche. Mei, du knurrt hier neben mir rum. Schatz, ich bin noch nicht fertig. Wir können noch nicht spielen. Dann haben wir All of This is True. Ruhm kann tödlich sein von Lygia de Pignaflor. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ein erschütternder Roman über echte Fans und wahre Freundschaft und die tödliche Kraft der Wahrheit. Hier steht für alle Fans von One of Us is Lying und Pretty Little Liars. Also, wer sowas gerne liest, sollte sich dieses Buch vielleicht mal angucken. Dann haben wir hier die Fabelmacht-Chroniken von Katrin Lange. Das scheint ein weiterer Teil der Fabelmacht-Chroniken zu sein, weil das hier ist der erste, glaube ich. Dann wird das wahrscheinlich der zweite. Und das hier steht als Prequel, digital Fabelmacht-Chroniken. Habe ich nicht gelesen, habe ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung von. Dann haben wir von Christy Aveido, Consider, das Tribut. Scheint auch wieder so ein Jugendthriller zu sein. Hier steht ein All-Age-Jugendbuch, das nicht nur Jungen lesen. Ein All-Age-Jugendbuch, das nicht nur junge Leser begeistert. Meine Güte. Aber es scheint der zweite Teil zu sein, weil das hier ist schon erschienen, das Portal. Das ist jetzt das Tribut. Also erst das hier lesen und dann das, falls euch das interessiert. Dann haben wir wieder Zusammenfassung. Dann haben wir Kinderbuch ab 10. Ich glaube, da können wir mal ein bisschen so durchblättern. Das interessiert uns jetzt hier nicht wirklich. Nein, das ist beliebte Reihen ab 9. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch was anderes kommt. Ich blätter einfach mal fix durch. Ob da noch was kommt oder nicht. Kinderbuchreihen ab 8. Ich glaube, wir werden hier immer jünger. ich glaube, da kommt dann auch nichts mehr. Pferdebücher. Guckt mal, was hier in dieser Verlagsvorschau alles drin ist. Also auch die verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox, falls ihr da nochmal reingucken wollt. Hier haben wir Taschenbücher nochmal. Da können wir nochmal gucken. Oh, Evolution als Taschenbuch. Dieses Buch ist mir mehrfach empfohlen worden. Evolution. Soll ganz, ganz toll sein. Aber auch hier, ne, bin ich noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Dann 18 Pleite und planlos, aber immer sehen wir gut dabei aus. Hier steht der rasante YouTube-Roman. Zielgruppenaffines Thema in Romanform. Ja, also für alle, die es interessiert, erscheint wann? Im 15.06. Also es ist schon raus. Und hier haben wir Muffins und Marzipan vom großen Glück auf den zweiten Blick. Ist auch, denke ich mal, ein Jugendliebesroman und ist auch schon erschienen. Dann haben wir wieder hier Zusammenfassung. Dann haben wir Herrn Eschbach Aquamarin als Taschenbuch. Dann nochmal Herrn Eschbach. Ich glaube, zu Herrn Eschbach brauche ich nicht sagen, den dürften so ziemlich alle kennen. Dann haben wir hier von Kim Kestner die Zeitrausch-Trilogie. Ich weiß, dass Sina ein sehr, sehr großer Fan davon ist. Und ja, die kommen jetzt nochmal als Taschenbücher raus. Und zwar im 15.06. und 21.09. Also der erste Band ist schon erschienen, der zweite jetzt im Juni und der dritte dann im September. Dann haben wir von Nora Miedler Funkentanz. Psychologische Finessen. Scheint auch so ein Jugendthriller zu sein. Und Schattenkuss vermute ich jetzt auch einfach mal. Ist ein Jugendthriller, so wie es aussieht. Und Milo setzt mich ja gerade ein bisschen unter Druck. Der knurrt mich hier die ganze Zeit an. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber er möchte bespaßt werden. Aber wir ziehen das jetzt hier noch durch bis zum Ende. Aber ich vermute, wir sind noch nicht am Ende. Nein, hier haben wir noch etwas. Und zwar Kafkas Puppe. Ein Roman über Kafkas letzte Tage. Okay, für Jugendliche. Ist auch schon erschienen am 15.06. Dann Der Galgenstrick ist das Finale einer spannenden Trilogie. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Aber hier steht ab 10 Jahren, also auch eher ein Kinderbuch. Dann haben wir hier wieder ein Kinder-Jugendbuch.
das Coaching-Buch für Girl Power. Also falls euch das interessiert, schaut es euch an. Und dann haben wir jetzt hier wieder eher Jugendbücher. Ich klicke mal so wieder durch und gucke, ob da noch was für uns kommt. Aber ich denke mal eher nicht. Jetzt haben wir hier noch Audio. Das sind auch alles eher, glaube ich, bei Audio mehr so Kinderbücher. Und dann sind wir, glaube ich, am Ende. Ja, genau. Dann sind wir am Ende und dann sind wir durch damit. Das war eher der letzte Teil meiner Verlagsvorschau-Reihe. Ich weiß jetzt nicht, ob das Video wirklich kürzer geworden ist wie die anderen. Wir werden es beim Schneiden sehen. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch wie immer fürs Gucken und danke, dass ihr auch die Reihe geguckt habt und danke, dass ihr auch so fleißig kommentiert habt und danke auch für die ganzen, hör auf mit deiner Reihe, ich habe so viel auf dem Wunschzettel. Ach ja, es ist schön, wenn ihr alle immer mit mir leidet und ich nicht die Einzige bin, die einen vollen Wunschzettel hat und ja, ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Ich wünsche euch wie immer noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.